Willkommen zu Talk to Nerd, ein Podcast von Nerds für Nerds über Nerdkram. Talk to Nerd. Folge 14, Sabine Bohlmann. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Talk to Nerd. Ihr habt es sicher gerade schon gehört. Ich habe heute jemanden ganz Besonderen zu Gast und zwar ist das die liebe Sabine Bohlmann. Sabine, magst du dich vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, kurz vorstellen? Gerne. Also, mein Name ist Sabine Bohlmann. Ich lebe in München. Ich bin dort auch geboren und aufgewachsen. Ich bin von Beruf Schauspielerin, Synchronsprecherin, Sprecherin allgemein und auch Kinderbuchautorin. Genau. Ja, ich würde sagen, wir starten heute einfach mal ein bisschen durch, was deine Arbeit anbelangt. Ein paar Fragen zu der Synchronschauspielerei heißt es mittlerweile, ja, glaube ich, auch, oder? Ist nicht ja, mehr so. Ja, es sagen immer noch viele Synchronsprecher, aber viele Synchronsprecher hätten es halt gern Synchronschauspieler, weil wir ja eigentlich auch schauspielen und nicht nur da stehen und irgendwas herunterleiern und sprechen. Deswegen ist Synchronschauspieler schon auch ganz okay. Okay, sehr gut. Ja, wollen wir mal ein bisschen chronologisch anfangen. Was war deine erste Arbeit als Synchronschauspieler? Ich war 16 und durfte mal einfach im Studio auch mal vorbeischauen. Ich habe mich da mal beworben gehabt, weil ich immer schon Schauspielerin werden wollte. Und dann habe ich erst mal so ein bisschen zugeschaut. Dann durfte ich mal Ensemble sprechen. Ensemble bedeutet, dass wirklich im Studio ungefähr, ja, auch mal 10 Leute sind, die alle gleichzeitig zum Beispiel eine Menge, die jubelt. Ja, und man muss natürlich so ein paar deutsche Sachen verstehen, wie zum Beispiel Juhu oder das hat er toll gemacht oder Bravo. Und dann stehen da wirklich 10 Leute im Studio und rufen gleichzeitig, was ihnen halt so einfällt. Da stehen auch meistens gar keine Texte drin, sondern der Regisseur sagt einem ganz kurz, es geht da und da rum und ihr freut euch jetzt, weil. Und dann sagt er meistens noch, und bitte nicht Sachen sagen wie super und geil, weil es ist ein Film, der spielt im Mittelalter oder so. Und dann sieht man halt kurz die Szene an und dann, ja, und wenn das Bild kommt, schreien alle wie die Blöden los und jeder improvisiert irgendwas und das ist immer sehr lustig. Und so fängt man eigentlich auch an. Also eigentlich fängt man wirklich im Ensemble an und dann macht man erstmal so ein bisschen Ensemblearbeit. Und im Ensemble kann es dann auch mal sein, dass so einzelne Sätze gesagt werden müssen, wie zum Beispiel, man sieht einen im Ensemble, also in der Masse, in Großaufnahme, der sagt, hey, Dino! Und dann muss halt einfach einer aus diesem Ensemble raustreten und muss dann diesen einen Satz einzeln sprechen. Und so passiert es dann eben auch mal, dass dem Regisseur eine Stimme auffällt und der denkt, ah, die Stimme ist ganz gut, der macht es ganz gut, diesen kleinen Satz, und notiert sich den dann und dann werden die Rollen langsam immer größer. Das ist ja spannend. Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir schon öfters gestellt habe, wie das so abläuft, wenn man im Hintergrund diese ganzen Geräusche und auch mal Stimmen durcheinander hört. Manchmal, so ganz, ganz selten hört man, dass es gar nicht übersetzt wird. Dann hat man in so einem deutschen Spiel oder Film manchmal im Hintergrund immer noch so amerikanische Leute, die sprechen und so. Das finde ich auch mal ganz lustig eigentlich. Und da habe ich mich auch mal gefragt, wer nimmt sowas dann nochmal auf Deutsch auf? Das ist während der Corona-Zeit wirklich auch ein bisschen nervig für die Studios und vor allem für die Regisseure, die ja da den ganzen Tag drinstehen, weil du natürlich normalerweise dann so ein, ich sag jetzt mal, die Lehrerin kommt rein, es stehen 10 Kinder vor dem Mikrofon und die Lehrerin sagt Guten Morgen und die 10 Kinder sagen alle gleichzeitig Guten Morgen, Frau Lehrerin, wie man das eben so oft hört. So, jetzt war es so, dass in der Corona-Zeit natürlich die Leute nicht zusammen im Studio stehen durften. Die Arbeit musste aber weitergemacht werden. Jetzt ist jeder von den Ensemble-Leuten einzeln aufgenommen worden. Das heißt, du hast als Regisseur diesen Satz, Guten Morgen, Frau Lehrerin, 10-mal hintereinander, wo immer ein Kind reinkam, das gesagt hat, wieder rausging, dann ist alles wieder desinfiziert wurde, wie das nächste Kind reinkam. Und es war natürlich super nervig dann auch für den Regisseur, weil der konnte es halt irgendwann auch nicht mehr hören. Und nachher ist dann natürlich noch die Arbeit wahrscheinlich beim Cutter, der das dann auch alles so zusammenschneiden muss, dass es sich anhört, als wäre es ein bisschen zeitversetzt, aber dennoch gleichzeitig, oder? Das ist gar nicht so schlimm, weil meistens haben die dann einen Kopfhörer aufbekommen und haben das Kind, das davor war, schon gehört. Und deswegen konnte man dann praktisch mit dem Kind, das davor war, das gleichzeitig sagen. Und dadurch
stimmt es dann sowieso eigentlich alles ziemlich gut. Ja, das macht Sinn. Wie bist du damals darauf gekommen? Also, dass du gesagt hast, ja, das mit dem Ensemble war es ja der Anfang, das möchte ich mal ausprobieren. Also, hast du irgendwie schon in der Jugend irgendwie mit Stimme zu tun gehabt, dass da irgendjemand war, der dir gesagt hat, so, hey, du mach mal was mit Stimmen, oder hast du selbst bei dir gemerkt, hey, ich spreche gerne, ich lese gerne oder sowas in die Richtung? Also eigentlich war es eher so, ich wollte eben schon ganz, ganz lange Schauspielerin werden, aber in meiner ganzen Familie gab es überhaupt niemanden, der irgendwas damit zu tun hatte. Und also ich war praktisch weit und breit in meiner Familie die Erste und die das wollte. Und deswegen war es ein bisschen schwierig, weil ich natürlich überhaupt niemand hatte, der mich irgendwo hätte reinbringen können. Und bis auf meinen Vater, der hat eine Versicherungsagentur gehabt und hatte ein Synchronstudio, ein Kunden, der hatte ein Synchronstudio. Ach ja. Und das war eigentlich meine einzige Chance, dass ich irgendwo reinrutschen hätte können, was irgendwas mit Schauspiel zu tun hatte. Und ich habe die dann irgendwann mal kennengelernt und hat mein Vater einfach mal gefragt, ob ich da mal zuschauen kann. Und bis dahin hatte ich mir, glaube ich, noch nie wirklich Gedanken gemacht, dass ja synchronisiert wird. Ich glaube, ich habe die Filme immer so ein bisschen angeschaut, als würden die einfach alle Deutsch sprechen und habe mir nie Gedanken gemacht, was eigentlich alles funktioniert. Und dann saß ich da eben, bin ich eingeladen worden und saß da einfach mal hinten drin und habe so ein bisschen zugeschaut. Und irgendwann sagt er dann eben mal wirklich, ja, magst mal kommen, Ensemble machen. Und dann ging es irgendwie dann ganz schnell. Ja, dann war ich im Kinderensemble ganz oft drin, weil meine Stimme mit 16 auch schon natürlich sehr hell war und ich konnte meine Stimme sehr kindlich machen. Und auf einmal haben die Regisseure das so ein bisschen rausgefunden und dann ging es natürlich los, dass es wahnsinnig viele Horrorfilme gab, in denen Kinder gespielt haben, die auch synchronisiert werden mussten. Und die Regisseure haben alle gesagt und die Studios, wir wollen eigentlich keine echten Kinder bei einem Horrorfilm im Studio haben, die sich das anschauen müssen und die ja, das ertragen müssen, was sie da sehen. Und dann war ich auf einmal wie so eine Marktlücke und auf einmal war es so zack, zack und ja, und alle haben mich da rumgereicht und ich habe erstmal, ich glaube, in jedem Horrorfilm damals alle Kinder synchronisiert, die es gab. Das habe ich mich Ja. auch schon mal gefragt. Wie ist das generell bei so Horrorfilmen oder Filmen, die nicht jugendfrei sind? Also sowohl beim Sprechen als auch beim Schauspielen selber. Habe mich mal gefragt, gucken die Leute oder die Kinder, die da mitspielen, gucken die das später? Dürfen die das gucken, weil sie wissen, hey, es ist ein Film? Oder dürfen sie das Endprodukt gar nicht angucken, bis sie volljährig sind? Das ist auch echt lustig. Ich weiß nicht ganz genau, wie es ist, wenn man da jetzt wirklich mitgespielt hat, weil wenn man mitspielt, sieht man ja noch viel mehr, wie das alles gemacht ist. Also wenn du als Kind da drin stehst, dann kommt eine Maskenbildnerin ja und schmiert dir irgendwo Blut hin oder keine Ahnung. Und dann, also, dann kennst du die ganzen Leute, dann kennst du auch den, der dich vielleicht ermordet, ich weiß es nicht, als Schauspieler und hast mit dem vielleicht vorher noch ein bisschen gescherzt oder danach natürlich auch wieder. Deswegen ist es dann vielleicht auch so, dass diese Kinder das einfach auch anschauen könnten und davor keine Angst haben, weil sie ja wissen, wie es gemacht wurde. Beim Synchron ist es wirklich so, also meine Tochter hat ja dann auch sehr früh schon synchronisiert, schon mit 5 Jahren. Und eigentlich habe ich immer vorher gefragt, was ist es und was muss sie da machen, weil ich das eben nicht wollte, dass sie sowas Schlimmes sieht. Und einmal war es dann aber doch so, dass ich es irgendwie verpasst hatte und dann stand sie da im Studio und dann wurde mir so klar, das ist ein heftigerer Film. Und dann habe ich gesagt, die soll das jetzt mit geschlossenen Augen. Also ich habe ihr dann die Augen zugehalten, ich bin mit reingegangen. Ich habe sie angestupst, wenn sie irgendwas sagen sollte. Und wie sie es sagen sollte, hat ihr der Regisseur gesagt. Und dann haben wir das eigentlich mit geschlossenen Augen alle zusammen irgendwie hingekriegt. Sehr Aber spannend. ich finde es nicht so toll. Also ich hätte das lieber nicht gemacht mit meinem Ja. Kind. Nee, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, da wäre ich ähnlich. Also, ja, es gibt ja schon ein paar krasse Sachen. Das ist sowieso, man hat eh immer so das Bild, wenn man gewisse Stimmen auch so ein bisschen kennt. Beispielsweise der Benny Weber, wenn man den so von Art Attack kennt, ja, und dann auf einmal hörst du irgendwann, Moment mal, der spricht auch den Stand by South Park. Das ist dann schon so eine ganz andere Liga, wo du denkst, echt, der jetzt und so. Das ist schon irgendwie manchmal ganz schön krass, was man da machen muss. Ja, aber Aber. ich finde es immer noch krasser, sogar beim Beni zum Beispiel finde ich das jetzt gar nicht so ein Unterschied, wenn er jetzt eine Zeichentrickfigur spricht, wie wenn er so irgendwo so Art Attack oder so macht. Aber wenn er kann ja auch wirklich richtig, also richtig toll schauspielerisch sein und Schauspieler, echte Schauspieler synchronisieren. Und das finde ich dann ein Wahnsinn, wo man ihn eigentlich gar nicht so richtig raushört, gar nicht so erkennt von diesem Quirligen, wie er normalerweise ist. Das stimmt, ja. Du hast auch mal selbst geschauspielert eine Zeit lang, oder? Ich glaube, Marienhof warst du beispielsweise Genau. bei. Ja, war das da deine Genau. erste Rolle damals? Nee, ich hatte da,
davor schon einige Rollen. Ich bin auch zum Marienhof Casting damals gekommen, weil ich für die Barbaria-Filme schon eine andere Serie gemacht hatte. Und im Marienhof war ich dann 10 Jahre. Wie alt warst du da? Warte mal, 1992 haben wir mit dem Drehen angefangen. Ach, krass. Also ja, von Anfang an quasi direkt dabei gewesen. Genau, das war der Anfang. Damals war es noch nicht, das ist ja eine Daily dann gewesen. Am Anfang war es noch eine Weekly, da war es zweimal pro Woche kam es da. Und dann wurde es nach einem Jahr umgestellt und das war dann, dann wurde es eine Daily, genau. Ja, um dieselbe Zeit in etwa ist ja auch die Super Mario Bros. Super Show rausgekommen. Erinnerst du dich an die Arbeit noch als Prinzessin Toadstool? Ich erinnere mich noch richtig gut, obwohl uns da gar nicht so bewusst war, was das eigentlich ist. Es war halt für uns einfach nur eine Zeichentrickserie, wie viele andere auch. Und ich weiß noch, weil wir da alle zusammen noch im Studio waren und das war halt total nett. Also das war damals der Guido Högel und der Reinhard Brock, der ist leider schon verstorben. Die haben die Super Mario Brothers gesprochen und ich war die kleine, diese Prinzessin. Und wir standen halt wirklich zusammen im Studio, jeden Tag von morgens bis abends. Und was ich noch genau weiß, in diesem Studio hat man Bargeld bekommen. Das fand ich total wahnsinnig im Nachhinein. Da ist man immer nach den, dann wenn man dann seine Synchrontage hatte, ist man hat der Regisseur immer gesagt, Sabine, komm mal hinter. Und dann ist man dahinter und dann hat er einem da die Scheine über den Tisch und das gibt's gar nicht. Ja, nirgendwo. Ja. Mhm. Ich meine, wo geht man schon mit einem Bargeld nach Hause? Deswegen erinnere ich mich da, glaube ich, ziemlich gut. Ja. Jamie Lloyd hast du ja auch gesprochen in Halloween 4. Hast ja gerade von den Horrorfilmen gesprochen. War das für dich auch damals so, dass du da irgendwie gesagt hast, okay, das ist mir irgendwie zu krass und hast die Szenen nicht sehen können, sondern nur die, die du gesprochen hattest? Ich bin kein Fan von Horrorfilmen. Also ich habe mir nur die Sachen angeschaut, die ich schauen musste, die ich synchronisiert habe und dann weiß ich zum Teil auch gar nicht, um was es da eigentlich wirklich geht. Und ich weiß damals, ich habe einmal auch einen Film gesprochen, ich weiß nicht mehr, wer das war und das war so ein schlimmer Film, dass ich dann, da hatte ich glaube ich noch gar keinen Führerschein, bin dann mit der Straßenbahn nach Hause gefahren, was echt irgendwie 40 Minuten war und bin zu Hause angekommen, habe immer noch gezittert, weil ich das so schlimm fand, was ich da gesehen habe. Ich konnte ganz schlecht schlafen, also da bin ich nicht die Richtige dafür. Hast du schon mal Jobs abgelehnt, also auch aus solchen moralistischen Gründen, dass du sagst, nee, das ist mir zu krass oder das kann ich mit mir nicht vereinbaren, dass ich da sowas spreche? Eigentlich nicht, aber ich hätte es gemacht, wenn wirklich irgendwas dabei gewesen wäre. Also bei den Horrorfilmen war es irgendwann so, dass ich gedacht habe, also wenn jetzt da noch immer mehr und mehr kommen, sage ich irgendwann, ich mag das nicht mehr machen. Aber letztendlich ist es natürlich schon so, dass man muss seine Miete bezahlen. Das ist ein Beruf wie alle anderen auch. Klar. Und wenn das jetzt nicht was ist, was mir so richtig wirklich gegen den Strich geht, wo ich sage, da kann ich nicht dahinter stehen oder auch, ich sage jetzt mal, irgendwelche komischen Werbespots, die, dann hätte ich schon gesagt, ich mache das nicht. Aber sowas ist mir jetzt eigentlich nicht so untergekommen. Es war dann eher mal so, dass man wo nicht mehr sprechen wollte, weil ein Regisseur irgendwie einen nicht gut behandelt hat. Und dann, da habe ich dann schon öfter mal gesagt, da will ich nicht mehr sprechen. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, nicht solche Projekte dann gehabt, wo ich gesagt habe, das will ich nicht mehr. Wie ist das denn? Ist das bei der Synchronschauspielarbeit so, dass man, kann man sich da einfach zurücklehnen und die Studios kommen auf einen zu? Das ist auch ähnlich wie beim Schauspielern selbst, dass man auch wirklich was dafür tun muss, um gewisse Aufträge zu bekommen? Naja, am Anfang muss man natürlich was tun. Also wenn jeder, der anfängt und den noch niemand kennt, der muss Sprachfiles immer wieder aufnehmen, verschiedene Stimmen, Facetten zeigen und dann versuchen, das den Studios zu schicken und auf sich aufmerksam zu machen. Und wenn die dann im Studio waren, ein paar Sachen gesprochen haben, dann vielleicht auch wieder diese Clips rausnehmen und dem Studio wieder sagen, da und da habe ich gesprochen oder so und so hat sich das angehört. Weil wenn jetzt jemand noch nie was gemacht hat, dann kommen die Studios natürlich nicht auf einen zu. Ja, aber wenn man dann mal bekannt ist, wenn die Leute auch wissen, wie sie einen einsetzen sollen, wenn sie wissen, dass man die Arbeit gut macht, dann muss man eigentlich nichts mehr dafür tun. Also dann ist es wirklich so, dass man einfach wartet, bis man angerufen wird für Rollen oder eben für Probesprechen und Ja, du hast ja auch eine sehr bekannte und auch markante Stimme, würde ich sagen. Also die hört man ja teilweise viel raus. Ich sitze heute manchmal noch da, gucke mir Filme an und denke mir so, ey, Moment mal, war das jetzt wieder Sabine Bullmann? Das habe ich letztens zum Beispiel Kevin allein zu Hause, diese Lily McAllister
Dieses, weißt du, Kevin, die Franzosen sagen dazu "Laissez en compétent". Das ist so. Ich dachte, ja, nee, das du ist kennst ja, den ganzen Text. Aber das war so eine kleine Rolle. Das war ja eigentlich nur. Die hat ja, glaube ich, nur 5 Sätze oder so gehabt. Ja. Genau wie Tauchchen-Marie habe ich jetzt vorhin noch gelesen aus Peterchens Mondfahrt. Da hätte ich zum Beispiel gar nicht gedacht, dass du das bist. Was ich aber, und das ist jetzt die Frage, hast du auch die Eule gesprochen? Also das Eulenbaby von der Mutter auf dem Baum? Ich glaube schon. Ne? Weil ja. da hatte ich nämlich rausgehört. Da dachte ich mir, ja, aber wurde irgendwie gar nicht in den Credits gezeigt. Da dachte ich mir so, komisch. Ja. Das macht man aber oft, dass man jetzt, wenn man jetzt nicht so eine Hauptrolle irgendwo hat, dass man dann vielleicht noch irgendwo eine kleine Rolle mitspricht. Und das machen ja sogar im Original die Leute noch viel, viel mehr. Also ich glaube, South Park sind ja auch, glaube ich, nur eine Handvoll Leute, die das spricht und die eben ihre Stimmen einfach so gut verändern können. Und das macht ja auch Spaß. Also ich habe auch in einer Serie mal 2 Hauptrollen gehabt in einer Zeichentrickserie und die sich auch miteinander unterhalten haben. Und das macht natürlich super Spaß, weil, aber es geht auch nur dann, wenn man 2 sehr verschiedene Charaktere hat. Also wenn ich jetzt 2 ähnlich, ich sag jetzt mal 2 kleine Marienkäfer hätte, wäre es ein bisschen schwierig, weil man hat halt so seine Marienkäferstimme, aber wenn man jetzt einen Marienkäfer und eine Heuschrecke, die da ganz anders sprechen kann, dann funktioniert das wieder, weil sowas kann man natürlich schon gut herstellen. Ich glaube, in Amerika ist das ja so, dass bei South Park alle Frauen in der kompletten Serie von einer einzigen Sprecherin gesprochen werden. Ist das richtig? Das ist ich glaube auch krass schon, ja. Irgendwie. Und teilweise hat man es, also wenn man es weiß, dann hört man es, aber am Anfang habe ich das auch so überhaupt nicht mitbekommen, muss ich sagen. Ja, es ist ja, man lässt sich ja täuschen durch das, was man sieht. Und deswegen, deswegen sagen Kinder auch gar nicht irgendwie, ah, die Sprecherin von Isabella von Phineas und Ferb, die klingt doch genauso wie, weil die Kinder sich das anschauen und eigentlich gar nicht wirklich jetzt nur auf die Stimme hören. Ja. Also deswegen kann man da schon ziemlich viele Rollen machen, ohne dass es eigentlich jetzt von den Kindern zumindest bemerkt wird. Das stimmt. Ich glaube, sowas ist mir auch erst im Laufe des Alters irgendwie aufgefallen. Also so mit der Pubertät ist das irgendwann gekommen, dass ich ja gemerkt habe, hey, Moment mal, hast du doch schon mal irgendwo gehört? Und dann, ach ja, genau. Du hast ja schon echt viele krasse, auch sehr bekannte Rollen gesprochen. Ne? Also Maulende Myrte aus Harry Potter, Bunny Zucchino in Sailor Moon, Lisa Simpson ist, glaube ich, ist das so deine bekannteste Stimme, Lisa Simpson, die dich auch immer so verfolgt irgendwie? Also wenn Leute sagen, guck mal, ist das dann immer Lisa Simpson oder? Also Lisa Simpson auf jeden Fall, weil es ist ja die mich am allerlängsten jetzt begleitet und wir machen die ja seit 35 Jahren und zwar jedes Jahr kommen ja neue Folgen. Bei Sailor Moon ist es so, die ist ja auch bekannt, aber das ist eher so eine Fangruppe, die mich da kennt. Und vor allem, da war es ja auch so, dass 20 Jahre zwischendrin gab es keine einzige neue Folge. Ja. Und deswegen ist die auch bekannt und auch groß, aber eben Lisa Simpson ist schon so mein bekanntestes. Hat das Studio da eigentlich mal gewechselt? Ich erinnere mich, dass damals die Simpsons, ich glaube auch 92 rum, da liefen die ja noch im ZDF. Ist das damals durch das Fernsehen auch produziert worden? Das heißt, das ZDF hergegangen ist und hat gesagt, wir machen die deutsche Version davon? Das weiß ich das gar nicht. Ich weiß nur, also wir haben 3-mal Studio gewechselt. Also es war am Anfang noch von der Elan-Film gemacht, dann war es von der Beta gemacht. Und dann war es von, und dann ist es eben zu FFS, wobei es ja von der Berliner Synchron gemacht wurde. Wie das mit den Verleihern ist und mit den Sendern, das weiß ich gar nicht genau. Also ich weiß nur, dass eben ZDF und dann, ja. Würdest du das dein Leben lang weitermachen, Lisa Simpson? Also, oder sagst du, also zumindest bis zur Rente oder so, bis du sagst, ich kann und also, möchte nicht mehr, oder? Ich glaube, Schauspieler hat nicht wirklich eine Rente. Also abgesehen davon, dass wir kaum Rente haben, ist es auch so, dass man ja immer weiter spielen kann und das ja auch möchte. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich irgendwie dann 65 bin und sage, so, jetzt möchte ich nicht mehr Bücher schreiben, ich möchte nicht mehr ins Studio, ich möchte das alles nicht mehr machen. Das kann ich mir nicht vorstellen, es sei denn, es geht einem nicht gut. Es sei denn, man hat, also ich weiß, dass es ein paar Kollegen gibt, die dann so weit sind, dass sie sagen, sie wollen nicht mehr ins Studio. Das waren jetzt auch einige, die, auch bei Simpsons haben jetzt einige einfach aufgehört, weil sie sagen, sie wollen nicht mehr und sie können nicht mehr, weil sie dem Druck dann auch irgendwann nicht mehr so gewachsen sind und dann nicht mehr so deutlich sprechen können oder dann die dritten Zähne drin haben und dann köstelt das irgendwie auch, das ist ihnen unangenehm und deswegen glaube ich, dass man da aufhört, wenn es soweit ist. Aber ich glaube, es gibt auch Kollegen, die sind schon echt ganz über 80 und die gehen immer noch ins Studio und die sind immer noch toll und klingen toll, weil man ja auch jede Stimme in jedem Alter ja auch braucht.
Und deswegen glaube ich, dass ich so lange das machen werde, bis ich mich nicht mehr gut fühle, also bis ich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich das, was ich da mache, gut mache. Aber Weil es das scheint würde ja mich, glaube dann ich, auch demotivieren. Spaß zu machen, oder? Also, ich meine, machen ja nicht alle Leute auf der Welt einen Job, wo sie sagen, oh, den würde ich noch bis zu meinem Lebensende machen, aber bei sowas ist das ja scheinbar doch so eine Art Passion auch, oder? Total. Also das, ich finde, also generell, ich habe ja mehrere Berufe und eigentlich macht mir alles so Spaß, dass ich sage, das ist wirklich, da, man freut sich einfach ins Studio zu gehen. Also ich ist jetzt nicht nur synchron, es ist ja auch Hörbuch, Hörspiel. Also ich liebe auch Hörspiele total. Ich freue mich auf den Hörspieltag. Ich wache auf und bin total nicht aufgeregt, weil ich jetzt aufgeregt bin, aber was ich bin, ich freue mich dann so drauf, ja, mit den Kollegen da zu stehen und es ist mal lustig und es ist schon auch, natürlich ist es auch anstrengend. Natürlich gibt es auch mal Rollen, die man nicht so mag oder sowas gibt es ja überall oder auch mal eine Zeit, in der man sich nicht so wohlfühlt in der Rolle oder wo der Regisseur oder das Team nicht so nett ist, aber die besseren Sachen und die lustigeren Tage überwiegen auf jeden Fall. Gibt's eine Rolle, die du gerne mal gemacht hättest, an die du entweder, also an die überhaupt kein Rankommen gewesen war, weil es einfach nicht zur Frage stand, oder gab es sogar mal eine Rolle, die du gerne gehabt hättest, die dir versagt wurde? Also man hat immer mal wieder Probesprechen, wo man drin steht und sagt, boah, das möchte ich gern. Ich weiß aber jetzt, ich kann jetzt gar nichts nennen eigentlich, aber es war immer mal wieder so, wo einem dann auch die Leute beim Probesprechen das Gefühl geben, du passt so gut da drauf und du gehst eigentlich nach Hause und denkst dir, ja, das hast du. Und auf einmal ist es doch jemand anderes und das ist dann schon schade, aber das ist halt auch irgendwie der Job und man gewöhnt sich dann auch dran und man ist dann irgendwann auch nicht mehr. Ja, mal ist man enttäuschter, als dann bei anderen denkt man dann, es ist eigentlich ganz egal, wer es jetzt spricht, und dann spricht es halt meine nette Kollegin oder so. Und so, nee, ich glaube, was ich echt mal wahnsinnig gern gesprochen hätte und was ich immer an mir vorbeiging, war eine richtig große Rolle in einem Disney-Film. In so einem richtigen, fetten Disney-Film. Und das ging an mir vorbei, weil irgendwann, als es losging, ging es auf einmal los, dass eben nur ganz prominente Schauspieler oder Nicht-Schauspieler oder Comedians oder irgendwas diese Rollen bekommen haben, weil sie auf einmal angefangen haben, mit denen auch zu werben. Und dann haben wir Sprecher im Grunde diese Rollen nicht mehr bekommen. Und ja, das finde ich zum Beispiel total schade. Also das würde ich mal gerne machen. Seltsam eigentlich, ne? Weil, wenn ich mir so überlege, ob die, machen die das heute immer noch so? Weil, ja, solche Animationsfilme, jetzt nicht unbedingt von Disney, die machen das ja schon häufig. Das sagst du ja gerade, die werben dann auch oft mit irgendwelchen Leuten. Ich fand das ein bisschen schade. Ich möchte seine Arbeit gar nicht irgendwie runtermachen oder so. Aber beispielsweise bei Sonic the Hedgehog, da haben die ja dann ja Julien Bam genommen, auch so ein YouTuber. Und ich finde, der hat halt, es tut mir leid, aber der hat keine Sprecherqualitäten. Man merkt einfach, dass er da nicht drin trainiert ist. Und da hätte zum Beispiel jemand wie der Benedikt Weber viel besser reingepasst. Und da muss ich manchmal sagen, das finde ich schade, dass die, nur weil die in Amerika in der Originalversion einen Promi genommen haben, dass sie es im Deutschen dann auch machen. Weil Ja. es ist zum Beispiel so, dass bei Brutal Legend, das ist ja so ein Spiel mit Jack Black, ja, so ein Metal-dystopisches Spiel. Da haben die ja im Originalen halt Jack Black hergenommen. Und da hatte ich tatsächlich schon Angst, dass die jetzt in der deutschen Version auch hergehen und nehmen sich irgendeinen Promi. Das war aber ganz cool, da haben sie tatsächlich auf Tobias Meister zurückgegriffen, also seine Super. Standardstimme, und das fand ich eine super Sache. Und Ja. deswegen wundert mich das ein bisschen, dass das echt immer noch nicht irgendwie geklappt hat, weil ich jetzt so das Gefühl habe, dass sie gerade bei Disney eigentlich relativ fast schon unbekannte Stimmen haben. Aber das kommt mir als Zuschauer nur so vor, weil ich weiß natürlich nicht, ob ich die schon mal woanders gehört habe oder sowas. Meinst du, da Ja, besteht ist noch die eigentlich. Chance? Hast du den Wunsch immer noch? Würdest du immer noch sagen, ja, geil, wäre ich sofort dabei? Klar, ja, klar. Aber es muss natürlich auch eine sein, die auch passt. Und da muss es noch jemand sein, der, also wenn zum Beispiel, es ist ja so, wir sind ja zwei, im Grunde gibt es zwei Synchronhauptstädte. Die eine ist München und die andere ist Berlin. Und auch in Hamburg und Frankfurt. Frankfurt und auch Stuttgart, da wird auch noch ein bisschen gemacht, aber die Hauptstädte für Synchron sind München und Berlin. Und wenn jetzt so ein Film nach Berlin kommt und die das dort synchronisieren, haben die Münchner Sprecher zum Beispiel auch wieder weniger Chancen, als wenn jetzt ein Film direkt nach München kommt und der hier gemacht wird. Also so, da kommt einfach viel zusammen. Und ich habe ja Disney-Sachen auch gesprochen, also auch so, auch alles, auch Puppen, jetzt haben wir die Gummibärenbande. Fraggles haben wir neu gemacht. Ja. Ich ist super lustig, dabei sein zu dürfen und mit Gesang und allem. Also das hat richtig Spaß gemacht. Cool. Wie guckst du solche Sachen eigentlich auch selber? Also beispielsweise Simpsons oder auch Filme, Serien, guckst du das selber auch?
Oder guckst du es nicht? Und wenn du es nicht guckst, dann einfach nur, weil du kein Interesse an dem Film selbst hast? Oder weil du dann sagst, oh nee, ich möchte mich da jetzt ungern irgendwie selber hören, weil dadurch kann ich den Film gar nicht so genießen, wie er wahrscheinlich für andere sein würde? Also ich habe überhaupt kein Problem damit, mich selber zu hören. Ich finde es eigentlich auch wichtig, dass man sich ab und zu mal selber irgendwo anhört, um mal zu gucken, auch wie man ist, wie man es gemacht hat und ob man es vielleicht irgendwie auch mal wieder verbessern kann, was man macht. Jetzt bei den Simpsons ist es so, ich kenne nicht jede Folge. Also ich schaue jetzt auch nicht, wenn die neuen rauskommen, jede Folge an. Aber wenn ich jetzt mal so beim Rumschalten da vorbeikomme, dann gucke ich da schon rein und dann finde ich es auch lustig und ich mag die auch total, aber ich bin jetzt nicht so ein Fan, dass ich jede Folge sehen muss. Und dann gucke ich die Sachen an, wo ich entweder irgendwas Besonderes gesprochen habe, also oder was ich besonders fand beim Aufnehmen oder was mich sowieso interessiert, was ich sowieso anschauen würde. Also ich bin jetzt zum Beispiel nicht so ein South Park-Fan, also ich gucke jetzt South Park eher nicht, aber aber so, ja. Und in letzter Zeit, ich spreche auch nicht mehr so viel, muss man ja auch dazu sagen, wie ich es früher mal gemacht habe, weil ich mich jetzt gerade auf meine Bücher eben spezialisiert habe und weil es gerade so schön da läuft und ich eben so ein Buch nach dem anderen schreibe und ich mich auch ein bisschen von ein paar Sachen auch zurückziehen musste. Aber das heißt nicht, dass ich es gar nicht mehr mache. Simpsons mache ich weiter, meine Serien, die ich mache, mache ich weiter. Und wenn was Schönes zwischendrin kommt, dann mache ich das auch. Wie ist das bei Videospielen? Das ist jetzt nochmal vielleicht ein bisschen, ist die Arbeit da gleich? Du hast ja bei Tiny Tina's Wonderlands jetzt die Hauptprotagonistin tatsächlich gesprochen. Ich weiß das halt noch so aus früherer Zeit, das hat sich sehr gebessert, aber in Videospielen war es oftmals so, da hat man irgendwie in verschiedenen Cutscenes oder auch während des Spiels manchmal so komische Betonungen gehabt bei den Texten, wo man gemerkt hat, hä? Das passt jetzt irgendwie gar nicht da rein. Und da hat man sich manchmal gefragt, wie ist das da in der Regie? Hat die Regie das Spiel vielleicht gar nicht richtig gesehen oder die Sprecher sogar nicht, sondern bekommen einfach nur den Text hingelegt und sollen den halt ohne Wissen, was in dieser Szene passiert, vorsprechen? Also bei Tiny Tina muss ich, da ist es tatsächlich so, dass ich ganz allein im Studio bin und ich habe kein Bild. Ich habe ganz am Anfang, als wir das angefangen haben mit Tiny Tina, da habe ich ein paar Bilder gesehen, also wie sie gezeichnet ist und wie sie aussieht. Aber ich hatte sie noch nie gesehen, wie sie dann animiert ist. Und ich habe auch noch nie ein Spiel von Tiny Tina Wonderlands oder Borderlands gemacht. Und aber auch, weil ich bin halt auch kein Spieler. Und deswegen, und dann ist man halt. Also Tiny Tina macht mir wahnsinnig Spaß, weil ich da alles machen kann, was ich möchte, weil ich die so ausgeflippt finde und weil wir auch im Studio oft so lachen müssen, weil es so abgedreht ist. Und die hat ja sämtliche Stimmlagen, die man machen kann. Die singt und dann ist sie wütend, dann ist sie klein, dann ist sie, also sie ist einfach alles. Und deswegen, es macht mir sau viel Spaß. Und die Regisseurin, die kennt das Spiel, die spielt das Spiel auch und die versucht mir natürlich immer auch zu sagen, was da gerade passiert. Aber letztendlich ist es so, dass ich zum Teil nicht mal die anderen, ich habe nicht mal die Texte der anderen, also ich weiß dann oft gar nicht, was die jetzt zu mir sagen. Und ich bin total darauf angewiesen, dass mir jemand sagt, da hast du jetzt eine falsche Betonung und da muss ich auch einfach das dann so laufen lassen, weil ich selber kann es nicht kann es nicht anders machen, weil ich eben wirklich nicht weiß genau, um was es geht und was der andere gesagt hat. Liegt das am Medium oder ist das auch bei Filmen und Serien manchmal so, dass das so passiert? Also beim Synchron ist es nie so, bei Filmen und Serien siehst du immer, du kannst immer lesen, was der vor dir gesagt hat. Du kannst es dir auch selber im Studio ansprechen, was oft ganz gut ist, weil ich ja auch nicht mehr mit den Leuten zusammen im Studio bin. Und deswegen schaue ich immer, wenn ich auf was antworte, was hat der andere gesagt? Und wenn ich nicht weiß, soll ich so oder so? Es gibt ja oft zwei oder drei Betonungen. Oder wenn ich nicht weiß, ob dieses eine Wort schon mal vorkam, das hat ja oft damit zu tun, dann wie ich es betonen muss, dann kann ich den Regisseur fragen, wie hat denn der das vorher gesagt? Wie hat mich der das gefragt? Und entweder spielen sie mir das sogar rein, wenn sie es schon aufgenommen haben, oder der Regisseur kann mir das ansprechen, wie er es dann aufnehmen wird mit dem anderen. Und bei den, bei den meisten Computerspielen ist es halt so, dass wir eben nicht synchron auf die Mundbewegungen sprechen, sondern dass die eben sagen, entweder ist es sowieso Voice-Over oder es ist Erzähler oder die machen das dann irgendwie da so drauf, dass das passt. Oder es ist auch so, ich höre das Original bei Tiny Tina. Und die spielen mir immer in Kopfhörer einfach den
das Original. Und dann nehme ich so lange auf, bis die sehen, dass es von der Länge ungefähr stimmt. Also sie sehen praktisch nur den, wie sagt man, diesen Ausschlag. Und daran können dann sagen sie mir manchmal, oh, sprich mal schneller oder sprich mal noch ein bisschen langsamer. Und da geht es nur um die Länge, ob das stimmt. Das heißt, auch die Schreiber, die den Text zusammenschreiben, die achten da wahrscheinlich auch gar nicht so sehr auf die Lippensynchronisation, wie das beispielsweise beim Film ist, sondern tatsächlich nur auf die Länge. Mhm. Interessant. Echt interessant. Was ist denn deine liebste Sprechrolle, die du bisher hattest oder vielleicht auch noch hast? Also die Maulende Myrte gehört natürlich schon ganz oben dazu, weil mir die so Spaß gemacht hat, weil die auch wieder so schräg war. Und ich liebe einfach so schräge Figuren. Also ich bin so gar nicht die, die gerne irgendwie, weil, keine Ahnung, so taffe, im Krimi so taffe Frauen oder irgendwie, das kann ich gar nicht richtig. Aber alles, was schräg ist, alles, was so das Schrägste vom Schrägen, das spreche ich am allerliebsten. Hm. Wie bist du auf diesen Wechsel gekommen? Du hast das vorhin schon mal angesprochen. Du schreibst ja beispielsweise auch Bücher und das ist ja oft jetzt auch im Kinderbuchbereich. Wie bist du darauf gekommen? Also wie kommst du von der Sprecherarbeit zur Autorenarbeit? Ich habe schon immer gern geschrieben. Also auch als Kind habe ich schon gern mir Geschichten ausgedacht. Und vor allem, ich habe einfach immer total viele Ideen für Geschichten. Und als meine Kinder geboren wurden, ich habe zwei Kinder und ja, wie das wahrscheinlich viele Eltern machen, fängt man an, denen Geschichten zu erzählen. Oder die Kinder sagen, erzähl mir mal eine Geschichte von, keine Ahnung, einem kleinen Vogel. Und dann erzählt man eine Geschichte von dem Vogel. Und dann habe ich den Kindern irgendwann angefangen, zu Weihnachten immer Geschichten zu schreiben. Also kleine Büchlein zu machen mit Geschichte, auch dazu gezeichnen. Und dann haben die immer so eine Geschichte bekommen, wo es auch so ein bisschen um sie selber ging. Also was sie halt gerade beschäftigt hat, habe ich da immer mit reingeflochten oder sie selber kam dann auch da drin vor. Und dann waren da auf einmal so ein paar Ideen dabei, wo ich gedacht habe, eigentlich wären die viel zu schade, wenn sie jetzt einfach nur da rumliegen würden. Und dann habe ich die einfach irgendwann mal genommen und habe mir gedacht, ich probiere das jetzt mal. Und so ging das dann langsam los. Also es war jetzt nicht so, sondern es hat schon eine Weile gedauert. Ich habe auch so einen ganz dicken Ordner zu Hause mit Absagen. Also es hat jetzt nicht, ist nicht so schnell gegangen. Und irgendwann hatte ich halt dann einfach einen Verlag, der gesagt hat, probier mal's. Und auch dann ging es noch nicht so schnell. Also dann habe ich gedacht, ich habe es geschafft. Dann war das Buch aber erstmal ein Flop. Und dann dachte ich, das war's jetzt mit meiner Karriere als Autorin. Aber dann hat dann noch ein anderer Verlag gesagt, jetzt probieren wir es. Und irgendwann hat es halt dann einfach funktioniert. Was war denn da dein erstes Buch? Mein allererstes Buch war eigentlich ein Ratgeber. Und ich wollte eigentlich Geschichten erzählen, aber ich bin zur Frankfurter Buchmesse mit so ungefähr 10 Ideen für Geschichten, für Bilderbücher, für Kindergeschichten. Mhm. Und dann bin ich aber kurz bevor ich da los bin, habe ich mir gedacht, jetzt nehme ich noch mal so ein Konzept mit rein, wie ich meine Kinder erzogen habe, weil ich meine Kinder mit ganz viel Spaß und Fantasie erzogen habe, weil ich so unglaublich ungern geschimpft habe. Und dann hatte mir einfach so ein paar Sachen da überlegt und habe das alles aufgeschrieben. Und wir hatten ein ziemlich lustiges Leben dadurch. Und dann habe ich das einfach so als Konzept da noch mit reingenommen. Und dann bin ich zur Frankfurter Buchmesse und habe den Leuten da meine Sachen gezeigt. Und niemand wollte meine Kinderbücher. Also alle haben irgendwie, sowas gibt's schon oder passt nicht zu uns oder das ist alles viel zu lieb. Oder ich hatte alle möglichen Gründe, warum das nicht. Aber dann hatte ich auf einmal zwei Verlage, die haben gesagt, aber das findet man irgendwie interessant. Und dann habe ich erstmal eben dieses Ein Löffelchen voll Zucker hieß es, also Erziehung mit Spaß und Fantasie. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich da vielleicht einen Fuß in der Tür und ich will ja Autorin werden. Vielleicht mache ich jetzt einfach mal so einen Ratgeber. Und dann habe ich diesen Ratgeber gemacht. Und dann kam der eben raus und dann dachte ich so, juhu, und dann ist gar nichts passiert. Und erst nach einem Jahr auf einmal ist der dann, gerade kurz bevor sie den eigentlich einstampfen wollten und verramschen wollten, diesen Ratgeber, ist es dann auf einmal doch irgendwie noch ganz gut gegangen, weil irgendwer das Buch entdeckt hat, eine tolle Kritik darüber geschrieben hat und auf einmal ging es dann doch. Und dann wollten auf einmal alle aber eigentlich eher Ratgeber von mir. Und dann habe ich eigentlich, ich weiß nicht, wie viele Ratgeber ich geschrieben habe. Also über Kindergeburtstage, über Kochen mit Kindern, über Basteln mit Kindern, aus Müllsachen basteln. Ich weiß nicht, Kinderspiele, Babyspiele.
Irgendwann wollte ich dann eigentlich keine Ratgeber mehr machen. Und dann habe ich zu einem Verlag gesagt, also ich schreibe jetzt nur noch einen Ratgeber für euch, wenn ich bei euch auch ein Kinderbuch machen kann. Und die hatten auch eine Kinderbuchabteilung. Und dann habe ich denen meine Sachen gezeigt und dann gesagt, das ist ja eigentlich ganz hübsch. Sag ich, ja, bitte, mach das. Und dann kam ich endlich dahin, wo ich hinkommen wollte eigentlich. Wussten die denn damals, also jetzt nicht nur unbedingt die, wo du angenommen wurdest, sondern auch die, die abgesagt haben, wussten die, wer du bist? Also, ich habe mich jetzt nicht immer überall vorgestellt mit, ich bin Synchronsprecherin, ich bin das. Also, weil ich wollte ja, dass die das nehmen, weil es gut ist und nicht, weil sie mich irgendwoher kennen. Und ich glaube, die, bei denen ich mich dann, also ich habe mich dann auch bei ein paar vorgestellt, die mich auch erkannt hatten, weil ich damals ja noch im Marienhof dann, es war kurz nach meiner Zeit im Marienhof. Und bei denen war, glaube ich, eher das Problem, dass sie gedacht haben, na, jetzt ist die Schauspielerin, jetzt will sie auch noch ein Buch schreiben. Also es war immer entweder das eine oder das andere, was dann nicht gepasst hat. Und ich weiß noch, eine hatte mal meine Mappe durchgeschaut mit den Kindergeschichten und die hatte auch mich dann, hat dann gesagt, sie hat noch im Marienhof gespielt und sagte ich, ja. Und dann schaut sie das an mit diesem Blick, oh, jetzt kommt eine Schauspielerin, die will auch noch ein Buch schreiben. Und klappt das auf und sagt, das ist ja schön. Und war halt irgendwie so, ich glaube, die war total überrascht, weil sie hat halt wirklich mit was anderem gerechnet. Und ja, ich glaube, die Bekanntheit von mir war jetzt nicht so bekannt, als dass man deswegen hätte das Buch jetzt einfach, also dass man deswegen das Buch einfach gemacht hätte, weil ich so einen Namen habe. Weil so als Soap-Darstellerin ist man schon bekannt, aber eben nur bei den Leuten, die Soaps schauen. Und da ist man auch gar nicht so mit seinem Namen bekannt gewesen, sondern die haben ja alle gedacht, ich heiße Jenny, also wie ich halt im Marienhof hieß. Und da hätte ich wahrscheinlich eher auf dem Buch Jenny Busch draufschreiben sollen. Und dann hätten die noch einen Stempel wahrscheinlich machen müssen mit die Schauspielerin aus dem Marienhof. Und das wollte ich auch gar nicht. Also ich war dann einfach froh, dass es so gelaufen ist und dass es nicht deswegen war oder der Türöffner das war, weil ich da gespielt habe. Ja, das ist klasse. Ich glaube, das hat auch nochmal einen ganz anderen Wert dann nochmal, auch für sich selber. Ich schon. Ich glaube, vielleicht machen das manche anders und vielleicht finden, also der Türöffner ist vielleicht für manche ihre Bekanntheit, aber ich fand es schön, dass es so gelaufen ist eigentlich. Und jetzt wiederum ist es halt total toll, wenn ich meine Lesungen habe vor den Kindern mit meinen eigenen Büchern und wenn ich in die Bibliotheken gehe und auf die Lesefestivals. Jetzt kommt mir halt alles zugute, was ich auch mal gelernt habe, nämlich ich kann auch vorlesen, ja, und ich kann da ganz viel verschiedene Stimmen machen und. Und da das ist es halt super, weil da kommen alle meine Berufe irgendwie zusammen. Ja, ich habe das ja auch mitbekommen. Das war ja auch der Tag, an dem wir uns getroffen hatten, auf der Frankfurter Buchmesse, als du deine neue Ausgabe bzw. den neuen Band vom kleinen Siebenschläfer so choreografiert hast. Ich fand das super klasse. Also ich glaube, wenn ich ein Kind gewesen wäre, und hätte mich da hingesetzt, das wäre richtig toll gewesen. Schön. Die sind ja mittlerweile auch recht bekannt, die Bücher. Also wenn ich mir angucke, was du schon alles geschrieben hast, der kleine Siebenschläfer, Frau Honig, ist zum Beispiel auch von der Joelle Tolonias illustriert worden, deren Stil ich übrigens sehr, sehr gerne mag. Also sie hat mich auch sehr stark inspiriert. Und das ist dann manchmal so, da denke ich mir so, Mist, warum macht die das schon so? Ich will das auch so machen. Und das kann man ja nicht. Man muss ja dann irgendwann seinen eigenen Stil entwickeln. Und ja, das ist schon krass. Also mittlerweile muss ich sagen, kommt man um dich überhaupt nicht mehr rum. Nur als Synchronschauspielerin, sondern auch, hey, da sind ja Bücher und irgendwie kommt da immer mehr auf einmal, wenn man es einmal weiß. Ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen diesen Kochratgeber, von dem du auch gerade gesprochen hast, mit Kindern von einer Bekannten zugeschickt bekommen und da ja auch jetzt einige Bücher super gefreut über den Siebenschläf und das war eigentlich was ich neu mit nach Hause gebracht hatte und da ist eben genau das nicht, was du vorhin angesprochen hast, dieses, hey, ist eine Schauspielerin, die schreibt ein Buch, sondern das hat auch wirklich Qualität und das ist schön, wenn man das merkt, dass da auch die Verlage irgendwann kommen und sagen, hier, da wollen wir noch mehr machen. Du bist ja auch mittlerweile bei mehreren Verlagen zugleich mit den ganzen Geschichten, ne? Ja, und ich meine, den Kindern ist es sowieso egal, wer die Geschichte geschrieben hat. Also die wollen das Buch jetzt nicht nochmal und nochmal lesen, weil das jetzt eine Schauspielerin geschrieben hat oder so. Sie wollen es hoffentlich dann nochmal lesen, weil ihnen die Geschichte gefällt. Und darum geht es ja eigentlich letztendlich. Hast du das auch noch vor, weiterzumachen? Die Bücher. Ja, also generell schreiben. Also das ist eigentlich gerade mein Hauptjob. Und ich weiß jetzt zum Glück auch schon, was ich bis 2025 alles schreibe. Also bis dahin habe ich schon, jetzt weiß ich, habe ich schon meine Verträge bis dorthin. Und das ist eigentlich das, was ich am liebsten momentan mache. Schön, sehr schön. Ja. Hast du, jetzt gehen wir nochmal so einen kleinen Sprung zurück. Du sagtest,
bei dem Super Mario Bros. Damals. Hast du das noch nie gespielt? Also wusstest du gar nicht, was das ist? Warte mal, damals hat doch, ich wusste das schon, weil es gab, ja, ich hatte ja damals einen Gameboy. Ja. So einen richtig alten, diesen grauen, Ja. der nur ganz wenige Tasten hatte. Und da hatte ich, glaube ich, nur zwei Spiele. Und das eine war Super Mario. Genau. Das hatte ich nämlich schon zu der. Warte, gab es das schon vor der Serie? Wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon. Also müsste eigentlich. Das war, Oder glaube ich, eher so zeitgleich, die oder? Super Nintendo-Zeit dann. Also kurz drauf, aber ich denke, es müsste vor der Serie gewesen sein. Dann, glaube ich, hatte ich. Dann kannte ich es, glaube ich, doch schon. Aber es war natürlich ja nicht wirklich, es war ja nicht so animiert oder irgendwas. Es war ja so ganz, ganz einfach gemacht. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Prinzessin in diesem ersten Ding vorkam, also in diesem. Nicht direkt. Da war eine andere Prinzessin bei. Es Gell? gibt ja noch diese Daisy. Ich habe auch bis heute keine Ahnung so wirklich, was die da zu suchen hat. Ob das jetzt das Pendant zu Toadstool nur für Luigi ist oder so. So wurde es ja, glaube ich, auch in dieser Realverfilmung damals mit Bob Hoskins irgendwie propagiert. Das war ja auch sowas. Die kannten ja auch gar nicht. Die wussten ja überhaupt nicht, was die da. Also Bob Hoskins hat überhaupt keine Ahnung, was das da ist und hat einfach mitgemacht. Das war ja auch ein Riesendesaster, dieser Film. Und lass mich raten, das andere Spiel war Tetris. Ja, klar. Das weiß ich auch Ja, noch, ja. wir hatten damals nicht mehr. Ja, es war bei uns genauso. Wir hatten immer nur Tetris und Super Mario Land. Und einen in der ganzen Familie. Also da hatte nicht jeder so ein Gerät, sondern das hatte man dann einfach so zusammen. Pokémon hast du sogar auch gesprochen. Also jetzt zwar auch verschiedene Pokémon-Rollen, aber ich erinnere mich zum Beispiel an Pikachu. Das fand ich sehr, sehr schade, als sie dich da abgesägt haben damals und dann doch diese internationale Stimme genommen haben. Weil ich fand, die erste Pikachu-Stimme, die hast du ja auch gesprochen in der ersten Staffel. Ich weiß nicht, ob es wirklich die gesamte erste Staffel war, aber fand Doch, ich ich. habe die, also ich habe, glaube ich, sogar, ich weiß gar nicht, ob ich nicht sogar noch länger gesprochen habe. Also Pikachu habe ich schon länger gesprochen. Die haben die ja dann sogar rausgenommen, meine Stimme wieder. Also nicht nur meine, sondern, also sie wollten ja wirklich, dass Pikachu nicht mehr synchronisiert wird. Und dafür haben sie dann sogar, glaube ich, auch in der ersten Staffel die Stimmen wieder rausgenommen, die synchronisiert waren und haben den Original reingenommen. Haben aber bei manchen, also wenn man das jetzt sich anschaut, ist manchmal meine Stimme noch drin. Und ich glaube, das ist bei Momenten, wenn er sich überlappt Ja. mit Ash. Ich glaube, sie haben das dann irgendwie nicht mehr auseinandergekriegt und deswegen bin ich manchmal noch der Pikachu, aber eben nur in so ganz seltenen Momenten. Aber ich muss sagen, ich war eigentlich nicht so traurig, weil, also wenn man sich jetzt mal vorstellt, man geht da ins Studio um 9 Uhr, dann spricht man bis 18 Uhr nur immer Pikachu. Und das ist nicht so wirklich so, dass man nach Hause geht und sagt, man hat irgendwas Ja. Wahnsinniges gearbeitet heute. Und ich weiß noch, ich habe dann einmal irgendwann, was mich irgendwann habe ich gedacht, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich von dem Studio gesagt, weil es gab ja auch ganz viele so kleine Mädchen da noch zu sprechen und alles. Dann habe ich zu der gesagt, bitte. Kannst du nicht zwischendrin mich auch mir mal eine Rolle geben, die spricht? Also einfach eins von diesen Mädchen, auch wenn das nur 20 Sätze sind oder 10 Sätze, damit ich einfach irgendwie mal wieder spreche. Und dann hat die das gemacht. Und ich konnte gar nicht mehr sprechen. Ich konnte nach 5 Stunden Pikachu. Und dann hatte ich auf einmal Text und ich habe den Text gar nicht mehr rausgekriegt, weil ich den ganzen Tag nur irgendwie in diesen drei Silben Pikachu gesprochen habe. Hast du das in diesem Reboot von den Anfängen der Serie nicht auch wiedergesprochen? Also es kam ja vor, ich weiß gar nicht, wann war das jetzt, vor 3 Jahren oder so nochmal ein Film raus. Ich wähle Der dich Film. Pikachu. Das war ja wie so ein Remake nochmal von den Anfängen der Serie. Aber der so, warte mal, ich habe einmal, doch, ich habe einmal den dann gesprochen, weil er dann auf einmal was Richtiges gesagt hat. Ich glaube, Ah. genau, irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber irgendwo sagt Pikachu was. Oder war das in dem Film? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich irgendwie ein paar Sätze oder zwei Sätze, da lag der irgendwie ganz schwach da und hat dann wirklich was gesagt. Nicht Pikachu, sondern was Deutsches. Und das muss natürlich gemacht werden und da habe ich das gemacht. Das war Aber der ich habe ihn Ausgleich für nicht mehr. damals.
aber sonst habe ich ihn nicht mehr gesprochen. Ich habe ja in Pokémon dann auch immer wieder andere Rollen gesprochen. Also sowohl ein paar Pokémon als auch irgendwelche Kinder, die da mit dabei waren und so. Also hatte ich immer wieder Rollen dort auch. Sehr, sehr cool. Ein sehr umfangreiches Gebiet, auch was man da machen muss, glaube ich. Ich glaube, so eine Arbeit macht auf jeden Fall Spaß, weil man ja auch nicht mal so eintönige, also ja klar, bis auf Pokémon, aber wenn man dann halt auch mal immer andere Sachen und Gebiete auch kennenlernt, in welche Richtung auch immer. Also es ist ja auch nicht nur das Medium Film oder Serie, sondern dann auch mal das Spiel oder Hörbücher, Hörspiele und sowas. Ich stelle mir das sehr, sehr, sehr spannend vor, ja. Ja. Ja, das ist einfach das Schöne dran, dass man jeden Tag doch was anderes macht und auch jeden Tag andere Leute. Also es sei denn, man ist natürlich jetzt fest in der Serie und das ist eine ganz lange Serie, man spricht das ganz, ganz viel. Aber normalerweise ist man dann ja jeden Tag in einem anderen Studio und hat jeden Tag eine andere Rolle und oder dann hat man einmal, spricht man ja einen Werbespot, dann spricht man ein Hörbuch, ein Hörspiel, Videospiel und dadurch ist natürlich super abwechslungsreich und auch sehr spannend, weil du nie genau weißt, was kommt auf dich zu. Weil es ist ja meistens nicht so, also nur bei den großen Rollen weißt du das, aber bei den anderen ist es einfach so, dass du zum Teil gar nicht weißt, kriegst deinen Termin morgen, weiß nicht, 10 bis 16 Uhr und dann gehst du dahin und du fragst am Telefon oft gar nicht so nach, was ist es jetzt eigentlich? Und deswegen ist es ganz spannend. Aha. Du bist dann auch selbstständig, oder? Also du bist quasi Ja. deine eigene Firma und wirst dann quasi von den Studios Genau. angeheuert. Genau. Ja, dann danke, dass du so gut Frage und Antwort gestanden hast. Ich freue mich, Sehr dass du gern. da warst. Das ist wirklich, wirklich cool. Gerne. Genau. Und dann würde ich dir noch einen schönen Abend wünschen. Das Und wünsche dann ich bis dir zum auch, nächsten Mal. Schön, Ine. dass ihr dabei wart, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Talk to Nerd. Tschüss! Ciao.